Ach, Gottes Willen, was soll das? Hallo, Gottes Willen, von dir abgehalten. Ganz frech von der Seite. Hallo, guten Abend. Mein Stream Deck laggt gerade ein bisschen. Gut. Wäre genug gezögert. Ich fange hier gleich mal an. Ich habe erstmal kurz das hier an. Jetzt. Das ist cool. Macharbeit über Dünger. Auch mal speziell. Ich habe ein bisschen an meinem Steam Deck gerade festgefressen, deswegen hatte ich eine halbe Ewigkeit gebraucht, die anzufangen. Gut, komm mal ein bisschen leiser. Wir fangen sofort an. Ohne lange Vorrede. Ja, genau. Olle ist gutes Emoji-Spam angesagt. Umschalten. Aus. Und rein ins Game. Wir brauchen noch einen Hiwi. Hallo, hallo. Ich bin Arif Iqbal und Sie sehen gerade WNS News. Neue Details wurden bekannt zur versuchten Entführung Hanako Arasakas bei der Arasaka-gesponserten Dashi-Parade. Ersten Berichten zufolge schlugen die Angreifer dann zu, als die Parade schon in vollem Gang war. Sie stürmten die Paradeplattform der Arasaka-Erbin und übernahmen die Kontrolle. Zum Glück gelang es Arasakas Sicherheitskräften unter der persönlichen Leitung von Yorinobu Arasaka, die Entführer schnell aufzuspüren und Hanako-sama wieder in Sicherheit zu bringen. Yorinobu-sama hat inzwischen ein... Ja, das hatten wir schon. Okay, wo wollen wir denn? Ach ja, stimmt. Wir hatten ja so einen kleinen Blackout. Und gucken wir mal, ob wir jetzt weitermachen. Journale, Nebenmission. Geh zu Glenn. Achso, das war's Boxen. Dieses Biest im Mietstadtzentrum. Die Dreams, das ist der Typ. Eigentlich schon? Komisch. Ich ruf an. Wir haben jetzt praktisch von der Hauptmission das Drittel geschafft. Wir machen auch so ein bisschen Nebenmission hin und her. Na komm, das drin macht immer schön aus. So, Telefon. Wo ist der Typ? Da ist er. Hups. Ah, Mann, komm schon. Mann, richtig Taste drücken. So ran? Natürlich nicht. Volle Sau. Gut, dann gehen wir rüber zu... Wo ist er denn? Da ist er. Ach ja. Kopfhörer klemmen. So, wo ist der Heini? Jetzt will ich stehen lassen. Da bist du ja. Hey, so, hallo? Ah, da ist er. Okay, wieder da. Schieß los.
Mach's gut, W. Und nie an der Nase herumführen lassen. Ach, die Mission gerade abgeschlossen. Auch nicht schlecht. Lol. Was hat denn? Ich hätte letzte wirklich vergessen. So, da Aufträge. Hier. Okay, das klingt interessant. Dahin. So, das ist hier unten. Stream macht wohl gerade ein paar Macken. Na, mal gucken. Nein. Oh Gott, das will das jetzt los. Ach, laden wir das. Oi, der zieht ja ganz langsam rein. Thrawn, Flashbang. Lol. So schnell, Kleines. Waffen abgeben. Das ist ein zivilisierter Club hier. Okay. Mit denen, mit dir? Ich kann dir eine private Tänzerin oder einen harten BD anbieten. Beides wäre eine gute Wahl. Ach ja. Ich will aber was Echtes. Keinen billigen Wirtschaft. Siehst du? War doch nicht so schwer, oder? Willkommen im Empathy. Moment, ich hab irgendwas im Hintergrund laufen. Moment. Zieht mir gerade den Stream runter. Hier beenden. Kannst du, wenn Steam ein Backup macht? Voll viel Nerven. Das sind wir auch noch weg. So, jetzt müsste es wieder stabiler werden. Und viel Spaß im Lurk. Hi. Räum deinen Müll weg. Hey, du arbeitest heute. Hast du keinen Stolz? Ich sag's doch keinem. Okay, okay. Bisschen hiervon ist wieder nüchtern. Okay. So, will ich mit dir reden? Nein. Oh, das war's. Unnötig. Wow, was? Wie? Wo? Was? Oh. Was zum? Ah, muss das sein? Ah, das VIP? Okay. Und wir haben einen Saver. Aber kurz weggucken, bitte. Verdammte Scheiße! Oh, na gut. Jetzt machen wir mal. Ich habe damit nicht ganz gerechnet, wie das jetzt abläuft. Wie machen wir am besten? Ich will keine Sauerei veranstalten.
So, Private. Mal ein Ping. So, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Weißt du was? Komm, Feierabend für dich. Alles selbst gemacht. Brauchst nicht. Aber mit weggucken. Was zur Hölle? So. Okay. Oh, schlafen, schlafen, schlafen. Danke sehr. Schnappen wir uns mal das Zeug. Was haben wir denn hier? Okay, Zombie-Orgie, geht. So, und jetzt verseuchen. Blip. So, und Exit. Halt, das da. Ah, alles klar. Ah. Perfekt. Dann schlaf gut. Viel Spaß noch. Und vorne noch mal rein, damit ich Waffen kriege. Ist ja wunderbar, ich will da reinkommen, aber naja. Egal. Willkommen. Bitte gehen Sie durch. Ja. Vielen Dank und tschüss. So gefällt mir das Lied. Reingehen, einplatzieren, rausgehen. Sauber. Auftrag abgeschlossen. Nicht ganz sauber, aber okay. Man kann es akzeptieren. Belohnung ist am Übergabepunkt. Ist da hinten. Au. Okay, ich soll vielleicht über die Straße gucken, bevor ich rüberlaufe. Da. Nicht schlecht. Gott, ist das laut hier drin, ey. So, ich brauche den hier. Wie geht der kurz da? Ja, noch irgendwo. Rucksack. Junk da. Besserung, wo ist es denn? Wo ist es denn? Ist dann nicht. Ah,
Installiert? Okay. Zu mir, der Paddock. Ja? Da hinten. Ich glaube, ich kann was einbauen, was ich mal da einbauen wollte. Ah ne, ich glaube, es war ein Upgrade hier, genau. Charakter. Level 18. Genau. Das wollte ich. Ja, so. Zack. Hab keinen mehr, verdammt. So, das. Gut. Weil ich Waffen upgraden will auf legendär. Upgraden. Ach, komm, Zeug. Kein Zeug. Was? Moment. Nö, bei mir ist da. Stream ist da. Ich habe ja nicht mehr Stream hier offen. Lul. Warte mal, ich brauche wieder die Smarty. Die haben wir Genjiro. Dann brauche ich meine Lieblingspumpgun. Und dann noch die Schnieber. Jetzt gehen wir hier mal Nebenauftrag. Chip-in. Ich weiß noch nicht, ob ich Chip-in mache. Tiger Killer. Zim. Ab. Graffiti. Muss rennen. Nancy braucht noch. Sweet Dreams. Stadtzentrum. River. River, River. Ach, da werden wir doch wieder rummachen. Eine Kolonie? Was wir nehmen? Ach, weißt du was, wir machen Chip in. Komm mal rein. So, wo ist... In jeder Ecke ist das so ein Teil. Dahin. Dann machen wir Johnny, machen wir rein, Johnny, mir Sonys mal. So, Chipping In ist im Afterlife. Das war spaßig. Also die Schuld vorfahren, Fallen einfordern?
dich schön daran erinnern, dass sie dich im Saka Tower hat hängen lassen. Erstens dachte sie, ich bin tot. Und zweitens würde ich ihr sowas nie antun. Muss ich also gar nicht. Ein unwiderstehlicher Charme wird ausreichen? Rogue hat noch nie Nein zu mir gesagt. Nicht einmal. Gleich Nein. Bin bereit. Zeit zu fliegen. Wird doch endlich Zeit. Du siehst irgendwie anders aus. Neue Frisur oder so? Schön, wieder da zu sein. Du warst ja nicht lange. Was darf sein? Tequila Old Fashioned. Aufgefüllt mit Bier und etwas Chili obendrauf. Sylvain Spezial. Hat hier lange keiner mehr bestellt. Party hard. Gib mir noch einen. Na klar. Oh Mann. Cassius Ryder. Sagt dir der Name was? Tattoo-Typ. Woher kennst du ihn? Alte Bekanntschaft. Wo finde ich ihn? Hat einen Laden in Watson. Pershing Street. Oh Mann. Also welches willst du? Den Ziegenbock oder das andere? Das andere wird ihr gefallen. Ganz bestimmt. Jeremiah Grayson. Hab gehört, er arbeitet für Smasher. Aber das weißt du nicht von mir. Hey, wer warst du noch gleich? Ja, man kann sagen, wir hatten was gemeinsam. Ruby Collins. Erst hab ich sie gevögelt, dann Grace. Oh je. Aufpassen, das ist gerade irgendwo ein Mist passiert. Simon! Simon! Más rápido! Simon! Simon! Das kommt noch drin. Da rechts. Ich glaube, ich habe was Besseres. Hey, bist du Ruby? Ja, sowas. Du hast von mir gehört? Verschwinden wir. Ich sag dir, was ich gehört habe. Und du zeigst mir, ob es stimmt. Entschuldige mich mal kurz. Muss nur noch was erledigen. Nur noch besser. Yo, oh, so lang geht's. Eine Dreckskrissel von Ruby. Sie geht nirgendwo mit dir hin. Ihre Schicht läuft noch, klar? Eure auch. Zurück an die Arbeit. Ich mach die Schlampe fertig. Ich warte draußen. Kann
du wartest auf mich? Komm, wir gehen zu mir. Rock and roll, baby. Wohin? Martin Street. Aber nimm einen Umweg. Die stehen dir. Hast du Feuer? Ja, prima. Fuck! Wir hätten tot sein können. Ruby. Vielleicht rufe ich... Ich rufe... Reiß dich zusammen, Ruby. Ich muss mit Grayson reden. Quietsch, quietsch, quietsch. Will ich weiterkommen, wie es aussieht. Hallo, Night City. Oh je. Wie? Guten Morgen. Spuckst du immer nach dem Aufwachen? Oh, können wir über was anderes reden? Klar. Ich wusste schon bei unserem ersten Treffen, dass du mir bekannt vorkommst. Ah, Johnny hat's dir gesagt. Haben wir... Du weißt schon. Nein, der Idiot war zu voll. Er hat mich morgens angerufen. Ich dachte, du bist es. Und ich dachte, schon süß. Schade nur, dass sie völlig am Rad dreht. Wolltest es selbst sehen, ha? Danke, Neugier. Mhm. Und ich fand Johnny Silverhand. Fühlt sich komisch an, dass du es weißt. Dein Gesicht verändert sich. Du siehst aus wie Vee. Aber das fiese Grinsen erkenne ich wieder. Wie er redet, sich bewegt, raucht. Ich rauche nicht. Ich weiß. Ihr zwei seid so unterschiedlich. Also keine Sorge. Smasher, hat er dir von ihm erzählt? Ja. Hätte nicht gedacht, dass er zurückkommt. Johnny hat rausgefunden, wie er ihn kriegt. Warte. Grayson? Jeremiah Grayson arbeitet für Smasher. Johnny hat den Tipp von irgendeiner Stripperin. Ebunike. Mehr nicht. Aber ich sehe, was ich tun kann. Wir kriegen diesen Hurensohn. Weißt du, was Smasher inzwischen gemacht hat? Ist nach dem Angriff auf den Saga Tower 2023 verschwunden. Alle dachten für immer. Dann taucht er wieder auf, macht ein paar Jobs für Arasaka und verschwindet wieder. Den hat seit Jahren keiner gesehen. Außer Grayson, wie es aussieht. Kann ich irgendwie helfen? In dem Zustand... Bist du fast nutzlos. Ich hole dich an, wenn ich was weiß. Okay. Unglaublich, dass der Bastard in deinem Kopf steckt. Ah!
Danke für das Bild. Oh, fuck. Fuck, nie wieder. Konnte ja nicht wissen, dass dir die Pillen so zusetzen. Wäre wohl nicht so schlimm, wenn du sie nicht mit Gott weiß was gemischt hättest. Arschloch, du wolltest doch nur mit Rogue reden. Hab doch mit ihr geredet. Und die Stripperin? Prügelei? Das Tattoo? War alles notwendig. Musste Rogue ja was Echtes liefern, oder? Ebunike? Graysons Spur soll uns zu Smasher führen? Eine Spur zu einer Spur. Meinst du, die ist echt? Echt genug für Rogue. Jetzt hör auf zu jammern und lass uns abhauen. Wieder voll. Oh Gott. Teufel bin ich. An einem Ort, wo du problemlos den Teppich vollkotzen kannst. Ist ja nicht so, als ob du eine Wahl hättest. Wie ein Motel. Billiges Motel. So, was haben wir denn hier? Wir müssen Zeit vorschlagen. Das machen wir später. Ach, das machen wir River. Ich weiß, wie es endet, deswegen. Kein Problem. Und aufmachen, bitte. Danke. So, da. So, River ist hier, da draußen. Unangenehm. Achso, da kann sie. Ja, war's doch, glaube ich. Da war's doch. Überspringen. Was gerade? Was? Ah, da. Alles fließt vorüber. Das zum Grillen. Perfektes Timing. Kannst mir beim Kochen helfen. Hey, wie geht's? Was gibt's denn Leckeres? Jambalaya. Komm, du kannst das Fleisch umrühren. Oh, Sojafleisch? Okay. Wäre Joss nicht besser geeignet? Joss hat ihren Teil erledigt. Nimm einfach den Löffel und rühr. Wäre Joss nicht besser geeignet? Joss hat ihren Teil erledigt. Ist das ein altes Ward-Familienrezept? Aha. Zwiebeln, Paprika, Thymian. Muss noch Sellerie und Knoblauch schneiden. Aber du rührst bitte weiter. Rühren! Ja doch, ich rühre ja brav. Besseres Jambalaya hattest du noch nie, ich schwöre. Ich will nicht die Stimmung versauen, aber was ist mit Peter Pan? Du meinst, ob ich ihn umgebracht habe? Darüber reden wir nachher. Klar, kein Stress, es ist nur... Du weißt schon. Ich weiß. Ja, soll ich noch rühren? Okay, ich glaube, du hast genug gerührt. Kannst du mal bitte den Reis herholen? Zu Befehl. Da.
Nein, Randy war schon immer so. Aber das hat bestimmt nicht geholfen. Sein Vater war ja auch kein einfacher Mensch. Das habe ich Ihnen auch gesagt. Wo finde ich den Reis? Ich rufe später zurück. Basmati. So schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich sollte mich bedanken. Siehst gut aus, Joss. Findest du? Danke. Wie geht's Randy? Er ist noch im Krankenhaus. Unter Schock. Ist aber auf dem Weg der Besserung. Hatte noch gar keine Gelegenheit, mich richtig bei dir zu bedanken. Du solltest River danken. Ich habe nur geholfen. Gut. Was du für uns getan hast. Wenn Randy nicht... Du schuldest mir nichts, Joss. Gott, ich bin echt so eine Heulsuse. Egal. Der Reis ist gleich da. Hab ich schon. Danke. Jetzt die Tomaten. Jetzt kann der Reis rein. Reis ist drin. Okay, das muss eine Weile köcheln. Veranda? Upsi. Brauch ich nicht. Schnapp dir einen Stuhl und ein Bier oder so. Ist echt nett hier. Ja, irgendwie friedlich. Als wäre nichts Schlimmes passiert. Sag mal, was ist jetzt mit Harris? Hab ihn im Krankenhaus besucht. Liegt er noch im Koma? Ja. Ein seltsamer Zustand zwischen Leben und Tod. Eine leere Hülle in einem Krankenbett. Einfacher Kopfschuss. Schnell und sauber. Dachte ich mir auch. Es wäre so einfach. Hab die Pistole an seinen Schädel gepresst. Dann fiel mir etwas ein. River. Der Tod meiner Eltern. Ja. Sicher, dass du es hören willst? Was ist passiert? Dad hatte eine Farm. Wie der Vater von Harris. Hat aber nicht genug verdient damit. Also haben meine Eltern einen kleinen Supermarkt aufgemacht. Haben direkt darüber gewohnt. Ein Geräusch hat uns nachts geweckt. Die Kasse unten war leer. Also sind die Einbrecher nach oben. Haben uns auf die Knie gezwungen und gefragt, wo wir das Geld verstecken. River, du musst nicht weiterreden. Schon so oft sowas gehört. Nein, aber es fällt dir schwer, darüber zu reden. Musst du nicht für mich. Okay, ja, du hast ja recht. Also, Harris, was hast du gemacht? Pistole an seine Schläfe und... Ich habe schon einige Menschen getötet, aber niemals so. Nie wie bei einer Hinrichtung. Bin schnell raus aus dem Krankenhaus. Für mich ist der Fall abgeschlossen. Sehr gut, aber was jetzt? Zum NCPD gehst du nicht zurück. Vielleicht Privatdetektiv. Wer weiß. Mal sehen. Der River, du wolltest mit uns spielen. Hast es versprochen. Okay, okay. Dann mal los. Wie? Machst du mit? Was spielen wir denn, Onkel River? Siehst du gleich. Darian, wir spielen. Ja, Big Trouble in Haywood. Hol dein Set. Okay. Und? Was meinst du? Sowas wollte ich schon immer mal spielen. Wow, nette Wumme hast du da. Hey, keine Zeit für Ablenkungen. Dieser Abschaum entkommt sonst. Wer... Ihr seht ja cool aus.
Wie darf ich vorstellen? Captain Joanne McLean und Lieutenant Henry Callahan. Die mit Abstand besten Kommissare in unserem Revier. Keine Ahnung, wo ich den Namen kenne. Ich arbeite immer alleine. Ohne Ausnahme. Genau, ich auch. Also beides auch stirbt langsam. Ganz kurz. Muss ich irgendwas über das Spiel wissen? Die Stadt ertrinkt in Verbrechen und Korruption. Auf den Straßen herrscht Chaos. Und auch wir sind keine Heiligen. Denn die Polizei wird von ihren eigenen Sünden heimgesucht. Die Lage scheint auswegslos. Denn niemand wagt es, ihm entgegenzutreten. El Chamuco Endiablado. Oh, der ist so fies. Aber wir können ihn besiegen. Der fieseste Fiesling aller Zeiten. Okay, dann mal los. Okay, unsere Aufgabe ist es, El Chamuco Endiablado zu finden und dabei seine Handlanger auszuschalten. Er wird für seine Verbrechen büßen. Wir spielen in zwei Teams. Wir zwei und die Kinder. Aber wir haben dasselbe Ziel. Das Team mit mehr Punkten gewinnt. Ihr habt keine Chance. Hey, wie? Mach mal langsam, okay? Was ist Ihr Lieblingsspiel? Okay. Da ist er, auf ihn! Die Stadt gehört mir! Ihr habt keine Chance gegen mich! Er ist schnell! Aber das Gesetz ist schneller! Achtung! Seine Handlanger! Gar nicht schlecht! Gar nicht schlecht! Nimm das! Oh, lass mal die Kinder gewinnen. Ist ja immer so. Nochmal! Hier lang! Da ist ihr rattenverseuchtes Versteck! Den moralischen Verfall riecht man von Weitem! Still, zu still. Ein Hinterhalt! Sie haben auf uns gewartet! Gar nicht schlecht! Volltreffer! Volltreffer! Das! Ah! Hinter uns! Das ist gut. Okay, das war's. Aber nächstes Mal müssen wir schneller sein. Na komm, fang an. Aus dem Weg, Zivilist! Justizbehinderung ist ein Verbrechen. Das ist unsere letzte Warnung. Natürlich, Herr Kommissar. Ich bin schon weg. Lahmarsch! Nicht zu viele Donuts. Ganz noch ruhig, bin ich dabei. Ich kann nicht einen meiner besten Kommissare verlieren. Mach dir keine Sorgen. Das wäre lustig. Schießt du auch mal? Noch letzte Worte? Na gut. Spuck es aus, Drecksack. Bettel ruhig. Oh, ich meinte eure letzten Worte. Echt jetzt? Noch ein Hinterhalt? Okay, und jetzt? Essen ist fertig. Oh, Mama. Wir hatten ihn fast. Dann schnappt ihr ihn eben das nächste Mal. Aber wir waren besser als ihr. Wir sind die Besten.
Danke, dass du sie hast gewinnen lassen. Sie hatten Spaß. Hm. Ach, kein Ding. Das sind tolle Kinder. Ich glaube, sie mögen dich auch. Hey, Essen ist fertig. Und, wie war euer Spiel? Voll geil! Wir haben sie fertig gemacht. Die Bösewichte? Hä? Ach so, ja, die auch. Mal sehen, ob es so gut schmeckt, wie es riecht. Die Arbeitslosigkeit tut dir gut, das sieht man. River genießt gerade das Familienleben. Familie und Polizei. Verträgt sich nicht. Endlich kann ich mal nachholen, was ich all die Jahre verpasst habe. Ich habe ihn schon lange nicht mehr so unbeschwert gesehen. Ich schlinge, ja. Was ist mit dir, Vi? Hast du hier Familie? Oder Freunde? War früher Nomadin, aber die Familie ist zerfallen. Gefühlt von einer Ewigkeit. Jedenfalls hast du meiner Familie geholfen und ich bin dir dankbar. Wenn du meinst, Joss. Und mein Bruder mag dich. Joss? Was denn? Ist doch so. Er hat dich bestimmt gebeten, das zu sagen. Wow, woher wusste sie das? Komm schon, Joss. In meiner Zukunft läuten keine Hochzeitsglocken. Warum? Sterbe? Wer findet, dass Vi und Onkel River ein gutes Paar wären? Dann wäre das ja geklärt. 1199 hier. Verstärkung benötigt. Komm, ich rette dich vor dem Überfall. Danke, Joss. Ja, danke. Puh, das wurde gerade echt brenzlig. Wofür hat man einen Partner? Hm? Als nächstes hätte sie dir alte Fotoalben gezeigt. Da wären wir. Was genau ist das? Ein Wasserturm. Idealer Ort. Ideal wofür? Du weißt schon. Die Aussicht. Die Aussicht, klar. Hier lang. Sieht doch einfach keep out aus. Das Tor klemmt wieder. Muss es mal reparieren. Ich helfe dir rüber, okay? Und du machst es von der anderen Seite auf. Okay, klingt gut. Okay. Weiter geht's. Eine Art Tür zu öffnen. Schlüssel ist mein Fuß. Ist eigentlich nicht übel. Optisch natürlich kein Blickfang. Aber was soll's. Corpo Plaza ist es nicht. Nein. Aber man kann hier leben. Gibt schlimmere Orte, um Kinder großzuziehen. Und Randys Ärger mit der Polizei? Er kam ja nicht aus dem Nichts. Stimmt. Aber Randy kommt ganz nach seinem Vater. Der hätte auch in einem netteren Viertel Ärger. Bitte voll die Straßen da hinten. Angeblich die schlimmste Stadt zwischen dem Atlantik und dem Pazifik. Aber die Skyline ist toll. Irgendwie beruhigend. Ich will mir der Kopf explodiert. Ja, mir gefällt's hier draußen. Abseits von allem. Weg von dem ganzen Chaos der Stadt. Erinnert mich an zu Hause. Ich hab was für dich.
Wow, warum das denn? Ich will diese Tür schließen, diesen Teil meines Lebens hinter mir lassen. Dafür erinnert mich die Knarre an zu viel. Du hast mehr von ihr. Danke. Aber schieß dir nicht den Fuß ab, okay? Interessante Warnung. Das hat Joss Mann mal gemacht. Stockbesoffen. Genau hier. Was das hier zu einem besonderen Ort für deine Familie macht? So in der Art. Okay, V. Du weißt, warum wir hier sind, oder? Hoffe ich. Bitte, lass mich nicht zappeln. Anmachspruch. Sollte das ein Anmachspruch sein? Habe in meinem ganzen Leben vielleicht drei noch schlechtere gehört, wenn überhaupt. Okay, ich bin ganz Ohr. Ja, wenn du meinst. Alter, boah. In einer Bar tippt mir so eine Vollniete auf die Schulter. Hier bin ich, Baby. Du hast noch zwei Wünsche übrig. Was hast du gesagt? Mein zweiter Wunsch wäre, dass er sich verpisst. Gab's einen dritten? Mhm. Hab ihm gute Besserung gewünscht. Gebrochener Arm. Hatte er verdient. Wie du schluckst. Wunderschön. Echt jetzt? Ich saß mit diesem Typen beim Essen. 5 Minuten lang starrt er mich schweigend an. Und dann haut er den raus. Ist der da? Dich fick ich für umsonst. Was? Ich sollte Infos beschaffen von einem Gigolo. Mit Kunstnerzhut und so. War seltsam. Er hat mir alles verraten. Und dann haut er diesen Spruch raus. So ein großzügiges Angebot hättest du zumindest in Betracht ziehen sollen. Okay, der war nicht schlecht. Eine Frau meinte mal zu mir, ich hätte sexy Waden. Das war's? Wie die von ihrem Freund, bevor er die Beine im Krieg verloren hat. Oh, wow. Yeah. Aber sie hatte recht. Ich habe echt tolle Waden. Hör mal, River, wenn du dir mehr von mir erhoffst. Ich habe keine Chance, oder? Sterbe! Bleiben wir einfach befreundet. Ja, sicher. Na gut, dann trinken wir halt weiter. Hast du eine Limonade oder sowas? Limo? Im Ernst jetzt? Sollte ein Familienessen werden. Ich war nicht auf Hochprozentiges eingestellt. Auf die Freundschaft. Die Freundschaft. Wir sind Family Friendly hier. Macht's dir was aus, wenn ich trinke? Quatsch. Deine Ecke hier, deine Regeln. Aber du leistest mir Gesellschaft, oder? Alkohol macht mich echt charmant. Bin gespannt. Wir besiedeln den Mond, können aber immer noch keinen Kater heilen. Naja, war wenigstens ein schöner Abend. Ja, aber ich muss jetzt los. Hab Joss versprochen, sie zu Randy zu fahren. Ganz ruhig. Lass dir so viel Zeit, wie du brauchst, um gerade stehen zu können. Kannst du überhaupt noch fahren? Oh, bitte. Beim NCPD ist mein Experte im Fahren nach einem Vollsuff. Jetzt schon. Beruhigt. Entschuldige dich bei Joss für mich. Wir sind gestern einfach so abgehauen.
und haben dann das Bad voll gekotzt. Oh, shit. Grüß Randy von mir. Mach ich. Bis dann, Vi. So, und das auch mal durch. Das dauert noch. Auch noch. Alles noch verschoben. Graffiti. Was noch nebenbei. Na gut, dann gehen wir noch die Hauptmission lang. Geht ja nicht anders. Taximeter müsste 100 sein. Go. So. Da oben. Carlos Nicolas, okay. Mal in den Tag. Hier. Adam kümmert sich darum. Was? Mutter. Nein, hab nur meine Pille vergessen. Irgendwas Interessantes in der Gegend los? Was Interessantes? Hier? Ha, hier ist nichts los. Darum schließen die Kids sich den Gangs an. Keine Jobs, keine Zukunft. Und wo enden sie? Hinter Gittern oder unter der Erde. Beruhigend. Diese Gegend ist vor Jahren gestorben. Wie fühlst du dich? Wie eine Mutter, die ihren Sohn verloren hat. Irgendein Schatz. Ach, tut mir leid, wie. Ich hätte nicht. Ja, aua. Es ist nur. Ich habe nicht mal seine Überreste. Das heißt, Beerdigungen wären für die Lebenden, nicht die Toten. Wie soll ich Abschied nehmen, wenn ich nicht mal bestatten kann? Mi proprio hijo. Es ist okay, Mama Wells. Natürlich nicht. Du sollst der Idiot. Ich kann jetzt nicht darüber sprechen. Okay. Irgendwas Interessantes in der Gegend los? Was Interessantes? Hier? Hier ist nichts los. Darum schließen die Kids sich den Gangs an. Keine Jobs, keine Zukunft. Und wo endet. Ah, das war jetzt. Die Mission, die Hauptmission ist auf jeden Fall das Ende, das wollen wir nicht. Ich bin in Dauert noch. Irgendwie eine Nebenmission. Nehmen wir das hier. Wenn sie hinter Gittern oder unter der Erde. Diese Gegend ist vor Jahren gestorben. Da. Ich muss los. Das sieht doch was aus. Da. So, und zwar gehen wir dahin. Müssen nackt dran sein. Diese Nocturne ist nicht die letzte. Und die letzte wollen wir nicht machen. Und lange nicht nah genug dran. Nicht in der Nähe.
Deswegen mach's mal ein bisschen random Mission. Da. Wo war denn da? Nö? Wie? Diesmal musst du in der Stadt für Ordnung sorgen. Ein Valentino hat ungestraft einen Kopf umgebracht. Dieses Unrecht kannst du wieder gut machen. Finde raus, wer ihn beschützt, und ich lege noch was drauf. Infos am Bein. Täuschung. Kurzschluss. Cúbrate, estoy recargando. Was hast du? Debajo la chingada como uno. Au. Okay, du warst Fass. Ja, eigentlich den Verbesserten drinne? Moment. Silver. Natürlich nicht, ich muss zum River Dock. Da. Hier ist total. Was zum Installieren, deswegen dauert das noch ein bisschen. Was jetzt? Fick dich! Ich weiß jetzt mehr über Ebunike. Hab ein paar meiner Kontakte gefragt. Ein Kumpel von früher hat schon mal von Grayson gehört. Er hat mehr rausgefunden. Es gibt einen Teil der Docks, der Maelstromer hier ist. Also, warum heißen die Docks Ebunike? Hat sicher nichts mit dem toten Bürgermeister zu tun, ha? Huh? Doch schon. Sind aber nicht die Docks, sondern ein altes Frachtschiff, das nach ihm benannt wurde. Du hast Grayson also gefunden. Arbeitet er mit Smasher? Komm ins Afterlife. Da reden wir. Okay. Jetzt nicht. Über einen Termin. Super. Also, wie ich eben meinte. Gut. Den da. Dahin. Noch stärkeres. Sabbespeicher. Quote. Genau. Ja. Einsetzen? Nein, da hab ich gerade nichts. Einsetzen. Sitz brauche ich aber Level 14 Coolness. Oh. What the fuck? Dieses Tattoo. Jesus Christ. Noch was?
Ah, hier. Dann brauchen wir mehr Reflexe. Sind Reflexe, okay. So, das war... Torchance. Okay, Moment. Und weiter geht's. Die Kamera noch ein bisschen drehen hier. Ein bisschen verrutscht von Katzis Hintern. So. Was hier? Hinspeicher, wie ist der Codex zerstören, Unterstützung. Ich glaube, das werde ich umwechseln. Da in die Speichererweiterung. Da hab ich irgendwie mehr Bock drauf. Super. Also wie ich eben meinte. Ja. Yeah. So, das war das hier. Das war nämlich die. Und zwar. Was? Wie, der geht nicht? Falsch rausgenommen? Ich habe falsch rausgenommen. Hahaha. So, und so das dahin. Ach, das geht nur so. Okay, okay. Na gut, versuchen wir es mal damit. Was soll zum Auftrag, den ich eigentlich machen wollte? Der war der hier. Hey, ich bleib. Danke. Stadt für Ordnung sorgen. Ein Valentino hat ungestraft einen Kopf umgebracht. Dieses Unrecht kannst du wieder gut machen. Finde raus, wer ihn beschützt, und ich lege noch was drauf. Infos am Bein. So, jetzt legen wir was hier. So, dann machen wir Verseuchung. Dort kommt Kurzschluss rein. Das hier. Weg. Das kommt, der kommt weg. Ist.
Was wild reinrennen ist vielleicht nicht unbedingt so pralle. Moin! Guten Abend! Ist was. Ah, da bist du. Warte. Moment. So. Was? Jetzt. Gut, du bist jetzt. Also, jetzt wird mal alles klar. Moment. Ah, okay. Moment. Drunter. So, Entschuldigung, ich wurde kurz gefragt. Wie geht das Leben geht, es lebt sich, Arbeit ist normal. Stream Deck der neben mir, das ist das andere. Das ist alles cool. Die ist raus. Ja. Ah, nee, nicht. Ah, ich hab's gerade erwischt. Selbst so, PC gut. Ah, da hat noch helfendes Bein. Ich bin getroffen. Ah, jetzt bist du getroffen. Sei zu bitte! Das ist cool. Ich muss gleich noch mal kurz unterbrechen, weil ich muss gerade dringend auf Klo. Ich bin so halb bei Du kommst los. Okay. Das packe ich der Typ, der packe ich die Gruppenarbeit macht. Ich bin gleich wieder da, ich muss mal auswählen. Ganz dringend.
So, wieder da. Ton wieder da, ja. Falls vorhin kurz untergegangen ist, schauen wir kurz auf Chat. Du hast den PC gegönnt? Ich habe mir das Ding gegönnt. Los am Rand. Ja. War ich heute ein bisschen spät dran, weil ich daran festgesuchtet bin. Ich hoffe, es ist klar, was es ist. Nicht, dass jetzt einfach nur so gesagt schick, weil es halt ein Riesengerät ist. Wenn ich es anschließe, ja, könnte man streamen. Aber das ist einfach nur ein Steam Deck, ist praktisch nur ein portables Steam. Also, ich zeige einfach mal hoch. Das hier, das schöne Ding. Man kann es hoffentlich lesen. Da. Das Steam Deck. Praktisch die portable Version des gesamten Steam-Bibliothek. Moment, ich mach mal kurz an. Moment, lädt noch. Gerade runtergefahren, deswegen brauchen wir eine Sekunde. Jetzt fällt er hoch, toll. Jetzt installiert er gerade, ja. Ah, jetzt, so, da geht's an. Wie ein Nintendo, oder praktisch, ist praktisch, hier sieht man's, da ist es beim Bibliothek, praktisch die Switch auf Crack. Kann praktisch alle aktuellen Titel auf unterwegs spielen. Habe gerade mit, habe ich gerade Horizon festgesuchtet. Und ich kann jeden Emulator drauf spielen. Beispiel, als Emulator ist, Nee. Das ist was anderes. Das Teil, in der, hat die große Ausführung, hat mich rund 680 kostet. Ja, wie gesagt, das ist ein aufgebohrter Switch sozusagen. Ich kann da, nee, 600, nicht 800, 680. Das packe ich die maximale Ausführung, weil da größer Speicherplatz drin ist. Wahrscheinlich auf eBay oder so. Kann man aber jetzt für den Normalpreis bestellen bei Steam selber. Ja, wie gesagt, ich kann da drauf alle Emulatoren spielen. Ich habe jetzt mir die GOG-Client runtergeladen. Ich habe mir Epic runtergeladen. Ja, Kaufland ist auch nur ein Reseller. ich werde demnächst noch den Game Pass draufladen. Also den Microsoft-Klienten. Also brauche ich auch noch einen neuen Speicher. Halbe Gigabyte recht schnell voll. Also wie gesagt, Reseller lohnt sich gerade gar nicht, weil die haben die Marge so verstärkt, dass sie es praktisch instant verkaufen können. Also Valve selber. Da kannst du es für den Einkaufspreis sozusagen. Wenn man es möchte. Aber es macht ordentlich Fun. Wenn man kaum rumspielen. Jo. Okay, gehen wir zurück zum Spiel. Ich hab zumindest meine Arbeit. Wie gesagt, das Steam Deck liegt neben mir in der Arbeit. Wenn ich gerade Zeit habe, mache ich es an, zocke ein bisschen Horizon. Das einzige Problem ist, da Horizon im PlayStation Port ist, haben die keine Skalierung für die Texte. Deswegen der Text ein bisschen krüppelig. Aber na, vernachlässigbar. Kann man patchen. Ja, so. Demnächst will ich testen, ob das hier drauf passt, also drauf geht, Cyberpunk. Aber ich schätze, es wird schon gehen, wenn ich praktisch das Raytracing runterschraube. Also ich habe schon, das letzte Mal, was ich drauf gespielt habe? Irgendwas Aktuelles war es auf jeden Fall. ja, das geht. Wenn man möchte. Okay, machen wir weiter. Wo ist er denn? Wo ist mein Typi? Hallo? Nee, das ist, also das, was du meinst für 99, ist das für Cloud. Das war, glaube ich, von Logitech. Aber das Steam Deck kann ich voll runterladen. Ich kann es offline spielen, wenn ich will. Mal sehen.
könnten sich hässliche feige Fotzen verstecken. So, wo ist denn? Da. Kosmos. Das hier, was ich habe, einen halben Terabyte. Ich will noch einen anderen halbes Terabyte bis Terabyte nochmal als Spider-Card hinzufügen. Hat man auf jeden Fall genug. Jo. Hier ist so eine NVMe, also super schneller Speicher, von daher ist kein Problem. Und da das ganze Ding auf Linux läuft, ist es praktisch frei programmierbar, wenn man es halt machen möchte. Aber ich nehme es so, wie es ist. Frag dich, wie mein Arbeits-PC aussieht. Da denkst du auch so, oioioi, und welcher Firma ist das denn abgefallen? So, dann muss man kurz hier den Auftrag wechseln. Ich brauche das ab. Versuche mal, wo ist dann die Antwort, die ich suche? Da habe ich schon gefunden. Letzte Warnung. Joseph, wir sind mit unserer Geduld bald am Ende. Wir haben deine Kaution bezahlt, weil wir bereits in dich investiert hatten. Und Investitionen müssen sich rentieren, aber du bist nicht unantastbar. Wenn du noch mal Scheiße baust und noch eine Schießerei gerätst, dann kriegst du statt Hilfe eine Schlinge von uns um den Hals. Denk dran, Arasaka belohnt für das Lösen von Problemen und straft für das Schaffen von neuen. Ach, und bleib nah am Holo. Wir rufen dich bald an und geben dir genau Anweisungen zum Angreifen unserer Einrichtung. Vergiss nicht, dass du unbedingt die Militech-Ausrüstung benutzen musst, die wir dir gegeben haben. Für die Medien muss es so aussehen, als ob Militech-Einheit eine Arasaka-Einrichtung befallen hat. Das wär's alles. Kurz was irgendwie aus dem Hals gehabt. Hat das eigentlich Zeit gehabt, Edge Runner zu gucken? Also zu Ende zu gucken? Ja, das ist ein Klo. Das hat mir gefallen. Okay, hätte sein können. Ich hab verschluckt. Entschuldigung. Ah. Wer hätte das gedacht? Na, sowas. Entweder die planen eine Kostümparty. Oder bereiten sich auf eine andere Art von Party vor. Mir gefallen irgendwie beide Vorstellungen. Ja. Hier, Militech-Munition. Militech-Munition. Jede Hülse wie eine Unterschrift, die eine Spur hinterlässt. Eine Spur zum Militech. Peng, tot. Und alle Augen auf den Konzern. Jedenfalls für eine Weile. Tja, da braucht jemand Scheiße. Immer noch Nachrichten. Hat es unsere langjährigen Freund Gonzo Rivero erwischt. Er war wie ein Bruder von uns. Wenn ihr in der letzten Ehre erweisen wollt, also hättet ihr ihre Wahl. Geht zum Bestattungsunternehmen La Catrina, gepriesen sei Danta Muerto, und denkt dran, sie gibt Leben und sie nimmt Leben. So, da draußen ist noch was. Ein Militech-Fahrzeug. Hallöchen. Was ist das? Siehst du zwei Dinge, die nicht zusammenpassen? Ich gebe auf. Hinweis 1, Militech. Hinweis 2, Valentinos. Ich finde es Ablenkung sein soll. Dann
müssen wir nun alles haben. Dann haben wir das Zeug mit, da kann ich noch was bauen. Ja, aber der Fuß hier nicht. Oh ja, her damit. Was ist das? Hat mich die Kamera erschreckt. Wie hier. José ist Geschichte. Gute Arbeit. Sehr, sehr gut. Weißt du, wer ihn nach dem Mord an den Bus rausgehauen hat? Arasaka. Arasaka? Du willst mir weismachen, die hat etwas mit dem Tod eines abgeranzten Kopfs zu tun? Geoffreys Tod war ein Unfall. José sollte was anderes machen. Erzähl ruhig weiter. Er und seine Crew sollten einen Arasaka-Standort angreifen und dabei Militech-Ausrüstung verwenden. Arasaka hat sie beauftragt, Arasaka anzugreifen. Scheiße. Du musst doch sofort weg. Du weißt mehr, als du sagst. Raus damit. Ich kann nur mutmaßen, aber... Spuck's endlich aus. Kann gut sein, dass Arasaka ernsthaften Streit mit Militech anfangen will. Vielleicht sogar einen richtigen Krieg. Und? Joses Angriff sollte als Ausrede herhalten? Nicht sehr überzeugend, oder? Es geht nicht nur um José. Ich habe von anderen, ähnlichen Fällen gehört. Das ist ernst, wie. Aber wozu Krieg? Die erholen sich doch immer noch vom Letzten. Im Krieg lassen sich gut krumme Dinge vertuschen. Vielleicht wollen die von was ablenken. Weiß nicht, ob ich das wissen will. Du etwa? Weißt du, das ist nicht mein Revier. Nicht mein Spiel. Wir sehen uns wie. Ja, bis bald. Da steht der Kopf vom, Fisch vom Kopfe. So, okay, dann haben wir das hier. Noch einlösen. Gehen wir noch mein Geld abholen. Oh, diese Musik ist ja furchtbar. Sag mal, Sub, hast du schon wieder Neuigkeiten gehört? Es wurde ein neues Hauptpark angekündigt. Zumindest letzte Investorenkonferenz haben die Project Orion angekündigt, was eine Fortsetzung von Cyberpunk sein soll. Ist also noch in der Konzeptphase. Ja. Neben 7 weitere Witcher-Spiele. Das ist so am Rande. Ah. Bin ich. Bin ja auf jeden Fall gespannt. Ja, einfach so. Aber die haben selber schon gesagt, die machen erstmal den DLC fertig und dann fangen sie mit den Nachfolger an. Wenn man jetzt praktisch den gesamten, den ist mal Problem. Das 2077er, was Bugs und weiter mal außer voll ist, was eigentlich sehr, ist eigentlich ein sehr gutes Spiel. Hoffe ich mal, dass ich das beim nächsten Mal besser machen. Zumindest was die Technik angeht. Und dann kann es richtig, richtig gut werden. Also noch besser als jetzt schon. So, gehen wir da mal hin. Das hat wohl noch offen. Wo ist das? Taxi. Upsala, das war's nächsten. Karte, da. Ah, da fahr ich mal Auto hin. Hallo Rally, schönen guten Abend. So später stünd, ist es Rally. Künd. Okay, Satz war auch schlecht. Ich bin jetzt zumindest gespannt, wie das dann, ob es jetzt direkt das Prequel zu dem Teil ist.
dann die Frage, wie weit in der Zukunft wird es dann spielen? Wird es dann 10 Jahre, 15 Jahre sein? Oder ist es ein Sequel und spielt davor? Ist ja auch möglich. Aber Sequel mag ich nur bedingt. Man freut sich immer auf das, was danach kommt, mit dem, was man jetzt schon gemacht hat, und nicht auf das, was davor ist. Geht das da hinten? Geht da lang. Piste die Wand, auch nicht schlecht. So, ich muss da hoch. Na komm schon. Wie habe ich die Upgrades? Ja. Passt. Na gut, egal. Oh, und drin ist Sauerei. Notfalls. Good day, sir. 70% echtes Blut ist Leibermann. Slaughterhouse. Voll die ganze Instinkt. Hier sind Toiletten. Wer liegt da oben? Nein. Huch. Ih. War jetzt ungeplant, aber okay. So, da muss ich überlegen, komme ich hoch, ohne eine Sauerei zu veranstalten? Kann ich mir vorstellen. Nachtschichten, man muss dafür geschaffen sein, für Nachtschichten da zu sein. Ich würde aufpassen, was ich sage. So behandelt man keine Kunden, schon gar nicht VIPs. Okay, du VIP. Hier ist eine Privatparty am Start. Entiendes? Verstanden? Entschuldige die Unannehmlichkeiten und verpiss dich! Ich würde aufpassen, was ich sage. Verklickt. Ich muss hier mit jemandem reden. Ist dringend. Sieht aus, als hätten wir beide ein Problem. Mein Job ist es nämlich, Leute wie dich von Orten wie diesem fernzuhalten. So, Kamera. Also geh lieber, ehe es hässlich wird. Wo ist denn die Zentrale? Gut, den Ping wollte ich nicht haben, aber okay. So, Kamerasteuerung. So, guck mal oben. Oh, aber da bist du, okay. Mein Name ist Jefferson Perales. So. Es wird lange dauern. So, ich werde wahrscheinlich um Sauerei nicht drumherum kommen. Okay. Redest du nach? Schon weg in die Sauerei. Anders. Ich hab die Idee.
Ich möchte es gerne ohne groß Schaden zu machen. Ich glaube, ich komme da rein, wenn ich den am Eingang zumindest zumindest blind mache. Dann dürfte es vielleicht klappen. So. Machen wir ganz einfach der hier. Verabschiedet sich von dieser Welt. Und der da. Und wir ab. 70% echtes blutiges Fleisch. Und tschüss. Nicht die andere Welt, Garant! Such's ruhig, Puta! Ich mach mich fertig! Okay. Die haben mich gesehen. Hat das nicht geklappt. Warum Optik-Neustart? Warte mal, ich hab doch hier. Ah, genau, ich hab doch hier die Shadow Kling. Das heißt, hier, optische Tarnung. Heißt. Machen wir so. Dann machen wir den da blind. Oh, ist immer unsichtbar. Tschüssi. Ausschalten. Die Kamera hat mich gefunden. Na egal, komm. Halt. Ja, das wollte ich machen. Manche Dinge ändern sich nie. Die Idioten machen ihr Kreuzchen und denken, sie entscheiden wirklich was. Aber dieser Stadt, derselbe Scheiß, andere Arschlöcher. Und jede... Also, ich hätte... Okay. Da komm ich hinten rein. Verstehe. Jetzt weiß ich, wie ich reinkomme. Das Fenster war offen. Hätte ich bedenken können, das Fenster offen war. So kicke ich nämlich. Da nicht. Hier. Hey du. So, der da kommt weg. Und na komm schon. Na, muss doch gehen. War. Na. Nicht? Sehr fies. Ist das zu? Ne, juckt es am Knie. Ah, gut. Ich finde schon einen Weg rein, ohne groß auf lange Kratz zu erregen. Was hast du vor? Julius,
Wo ist der Typ? So. Und das, und hier, nein, das ist das da. Das mal ausmachen. So, den machen wir ab. Den machen wir blind. Perfekt. So, gucken wir mal, hier was rauskriegen. So, das wäre 5-5. 1C. Nein, kein 5-5. Lebt. Hier. Da. E9. Na, fast. So, halt. Jetzt muss ich Kamera loswerden. Kamera ausschalten. Und den da. Auf den Neustart. Lass uns nachsehen. Bleib besser in deinem Loch. Und Schlafchen. Kann er gesehen. Denke in meinen Blick. Wo ist er? Da ist er. So, Optik-Neustart. Perfekt. So, irgendwo die Kamera. Da ist die Kamera. Und abschalten. Perfekt. Sehr, sehr gut. Kann ich nicht mitnehmen? Ah. So, und rein damit. Manche Dinge ändern sich nie. Idioten machen ihr Kreuzchen und denken, sie entscheiden wirklich was. Aber in dieser Stadt gab's immer nur eins. Korruption. Derselbe Scheiß, andere Arschlöcher. Und jedes Mal denken sie, diesmal wird's anders. Wir kriegen das, was wir verdienen. So, Lokal verlassen. Perfekt, Vi. Lief alles nach Plan. Schön, dass ich auf dich zählen kann. Auftrag erledigt. So, machen wir noch einen. Wir haben noch einen übrig gehabt. Das da. Bestattungsunternehmen. Ja, du Knirsch. Komm, kriegst du dich ein? Da hast du einen. Danke sehr. Wie kann ich gerade reden? Achso, der da drinne. Ugh.
Fußweg, über Fußweg. So, Karan. Nein, ich hab keine einzige. Ich hab nur Pfeile umgehauen. Mit dem Polizisten hab ich gerade keine Lust. So. Ja, letztes Mal das Problem, dass ich nicht reingekommen bin. Weil der Typ da im Weg war. Ja, wie kann ich helfen? Ich gehöre zur Familie Greyer. Ich möchte den Leichnam sehen. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Nur Mitarbeiter haben Zugang zur Leichenhalle. Du siehst nicht aus wie ein Mitarbeiter. So, ich pinge mal an. So, ping. Wo ist wer wo? Da hinten. Die da. Okay. Das ist einfach Bruder, alles klar. Oh, cool, was ist hier alles drin? Alles gekühlt. Schaff dir einen Job! Bist du? Du bist. Rowdy, Valentino, okay. Gut, versuchen wir unser Glück mit dem da. Sag mal, ja. Fuck! Ich kauf nie wieder Schwarzmarkt-Optik. Ah, verdammt, war mir zu breit, der Junge. Hey, was ist mit diesen Türen? Nichts. Solange du deine Drecksfinger davon lässt. Kein Respekt vor dir. Sieht aus, als fehlt da jemand Ärger. Will er das? Vicky nehme ich nicht. Lass uns nachsehen. So, jetzt bin ich drin. Bitte drin! Optik Neustart. Keiner wird hier leiden. Nicht, wenn ich jetzt sein muss. Mann! Aber zu. Hat er gesehen? Ach, da ist der Hintertür? Na toll, danke. Schön, dass ich weiß. Ah, einladend. Bist du? Que diablos? Mist. So close. Ich hab die Dauer noch schätzt. Naja. Naja. Lass uns nachsehen.
So, Kurzschluss. Ah, was weiter. Auf den Gleichstart. Komm schon raus! Hast doch eh keine Chance! Glück gehabt! Ich erledige mich, wo er Alarm geschlagen hat. Da wollen wir nochmal. Jetzt aber. Ah, geht nicht, alles klar. Den ganzen Zeistag nichts als Leiche. Optik-Neustart. Sei froh, dass du überhaupt noch lebst. Schön mitkommen. Und raus damit. Wie viel haben wir da? Den noch raus. Ja, komm schon. So. Du. Was ist der Optik, meinten die? Ich lach mich tot. Und Schlafzeit. Mal hier. Ja, wie? So, dann haben wir da. Und abhauen. Wir haben was wir wollten. Keiner muss leiden. Nicht unnötig. So, das noch abgeben. Da drüben. Rollt so durch die Stadt, ey, das ist ja furchtbar. Los. Du bist ein Geschenk des Himmels, wie. Der dämonbesessene Splitter ist unterwegs zum Kunden. Und dein Geld zu dir. Auftrag abgeschlossen. Gut. Ich würde jetzt sagen, ich so gerade sehe, dass wieder meine Verbindung rumspinnt. Ich würde sagen, wir behalten das fürs nächste Mal. Oberlands, Leute. Und machen wir heute Schluss. Ich will nur was essen. So, dann drehen wir runter. Ja, wie gesagt, heute wieder eine kurze Runde. Und wir sehen uns bestimmt morgen. Es kann aber sein, dass es noch variiert. Die Woche viel zu tun. Und ich hoffe, hat schön, trotzdem schönen Spaß gehabt. Schönen Abend gehabt. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja. Au, mein Ohr. Danke sehr für den Abschied. Ciao.